Ein Trinkkuhhelm, das ist einzigartig. Keine Zeit zum Plaudern, ich muss zurück an die Arbeit. Ich habe ein Fass Rotwein für Irina besorgt. Kampfhumpen. Kann ich verwendet werden vom Bademagier Mönch Deep Kensei. Immunität gegen Müdigkeit schützt vor kritischen Treffern. Das ist ein Bierhumpen, den man als Helm trägt. Dieser riesige Humpen scheint für einen Riesen gemacht zu sein. Tatsächlich deutet eine Rune im Boden des Humpens darauf hin, dass er aus den Halmen von Gerti Orelsdotter bei dem Normen stammen könnte. Jemand hat Augen und Mundlöcher in die Seiten des Humpens geschnitzt, sodass er als Helm verwendet werden kann. Weinflecken, also er ist verkehrt rum hier abgebildet. Weinflecken und die allgegenwärtige Geruch von abgestandenem Bier deuten darauf hin, dass der Träger dieses Helms es gewohnt ist, bis spät in die Nacht oder vielleicht bis früh den Morgen zu feiern. Ja, aber Minsk trägt Kiels Helm. Der Träger ist immun gegen alle Arten der Panik und seine Moral wird angehoben. Ja. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen Ihr können. braucht nur zu fragen. Und da wird die Tür damit zugeknallt. Okay, nächste Haltestelle, Flammende Faust. We're almost to Flaming Fist headquarters. There's a cleric being held there. Duke Eltan thinks you might want to speak to. Though why anyone would want to talk to a madman like Teax is beyond me. Wir haben das Hauptquartier der Flammenfaust fast erreicht. Dort wird ein Kleriker gefangen gehalten, von dem Herzog Eltern sagte, dass sie vielleicht mit ihm sprechen wollte. Ich wüsste jedoch nicht, warum man überhaupt mit einem Verrückten wie Teax sprechen wollen würde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist ein Schädel in dem Pass. Was ist hier oben los? Es gibt eine Ausgangssperre mit einem Gesindel, das die Straßen füllt, sieht das aber nicht danach aus. Bitte lasst uns einfach in Ruhe, wir wollen niemandem etwas zuleide. Ja? Hier gibt es nichts zu sehen, geht schon. Ihr da drüben, ja, ihr habt euch für jeden dieser... Ich gebe euch für jeden dieser stehenden Farben und Flaschen hier verscheucht einen Beutel voll Gold. Was geht hier vor sich? Ich nehme nur das Gold, den Beutel brauche ich nicht. Ihr müsst mir mehr geben, wenn ihr wollt, dass ich mich mit den Beschützern der Stadt anlege. Was geht hier vor sich? Wir hatten nur ein wenig Spaß und haben sonst nichts gemacht, haben uns nur etwas umgesehen und nichts Unrechtes getan. Außer nach der Ausgangssperre noch draußen zu sein, aber dann sind diese Schläger vorbeigekommen. Ihr müsst uns helfen, bitte, bitte, bitte. Ihr seid doch die Hilfe bei das Tor, bitte, ihr müsst uns helfen. Immer mit der Ruhe, Rolf, ihr braucht keine Angst vor diesem Gesindel zu haben. Die sind Sönderabschaum. Unsere Väter werden mit ihresgleichen mit Leichtigkeit fertig. Die flammende Faust beschützt die Stadt und eure Väter, Junge. Zeigt etwas Respekt. Und ihr Söldner, ihr weist euch selbst keinen schlechten Dienst. Selbst einen schlechten Dienst, wenn ihr Kinder so belästigt. Zieht Leine. Viel Spaß bei eurem Prügeln, Jungs. So ein Pech für euch, dass eure Väter gerade nicht hier sind. Sie gehören euch, Söldner. Nehmen wir mal die Eins. Ja, ja, na schön. Kommt schon, Jungs. Suchen wir uns ein paar Bettler, die wir schlagen können. Was mit denen passiert, interessiert niemanden. Ja, wie freundlich. Vielen Dank, mein Herr. Wir stehen in eurer Schuld. Nicht der Rede. Wer achtet in Zukunft darauf, wohin ihr wandert und welche Kleidung ihr dabei tragt? Harte Zeiten können sogar die edelste Seele zum Bösen verleihen. Nicht für lange. Gebt mir alles, was ihr habt. Das stimmt. Gebt mir euer ganzes Geld und wir sind quitt. Was? Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr habt recht, das kann ich nicht verlangen, aber ich will hoffen, dass ihr eure Lektion gelernt habt. Ich würde euch ja raten, die flammende Faust einzuschalten, aber scheint seid ihr bei der aus irgendeinem Grund in Ungnade gefallen. Und jetzt gebt mir bitte euer Gold. Na schön, aber mein Vater wird davon hören, da könnt ihr euch sicher sein. Komm, Rolf, lasst uns von hier verschwinden. Ja. Ich habe eine Gruppe von Adligen gegen aggressive Söldner verteidigt, Missachtung der Ausgangssperre, und habe 200 Gold dafür gewonnen. Wie kann ich helfen? Ich meine, das sind reiche Schnösel, die können sich das Geld leisten. Oder meint ihr, ich arbeite aus Nächstenliebe? Also ja, das kommt auf meinen Charakter drauf an, aber mein Bade hier tut es nicht.
Danke für die Unterkunft, mein Freund, der flammende Boss. Abgesehen von Urin waren die Unterbringung durchaus angenehm. Verschwindet, Dausten, findet eine neue Bleibe und schlaft euch aus. Was hat's mit dir auf sich? Hallo, hallo, und wie geht es euch an diesem schönen Tag oder dieser schönen Nacht, wie auch immer? Ich sagte, ihr sollt weitergehen, verwirrter Brunkenbold. Bitte, Offizier, der arme Kerl steht offensichtlich in Schwierigkeiten. Was ist mit ihm passiert? Geht am besten dort weiter, Sir. Ihr wollt die flammende Faust nicht verärgern. Sie neigen dazu zu grölen und eurer grauen Haut und euren roten Ohren nachzuurteilen, habt ihr bereits genug Kopfschmerzen. Hört auf den Söldner, ihr stinkender Schwachkopf. Ich habe keine Zeit, um mich mit Leuten wie euch zu kümmern. Nehmen wir mal die zwei. Sir Dawson vom Orden der Aster. Ehemals vom Orden der Aster. Lebt, um zu dienen. Lebt wohl. Ein gefallener Paladin namens Dustin hat mich angesprochen, aber ich bin weitergegangen. Mehr gesagt er nicht. Bitte, Offizier, der arme Kerl steht in Schwierigkeiten. Was ist mit ihm passiert? Mit armer Kerl meint ihr Dustin, der einst Lord und Teil des Ordens der Aster war? Fragt ihn selbst, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Er liebt es, die Geschichte zu erzählen. Ihr erweist mir einen Bären-Hicks-Bärendienst. Ich habe keine Freude an meiner Geschichte, aber ich hoffe, wie sie wird. Wird alle, die versucht sind, den unrechten Weg des Alkohols, der Aufschweifung und der Ausschweifungen zu beschreiten, davon abhalten. Ich mag nur wenig lieber als eine gute Geschichte von Ausschweifungen und Ausschweifungen zu Ausschweifungen. Lasst hören. Meine Götter, ermutige ich dich doch noch. Lauscht meinen Worten, befolgt meinen Rat, damit ihr stark bleiben möget, wo ich schwach war, standhaft bleiben möget, wo ich ins Wanken geriet, damit habe ich stark bleiben erwähnt, wie auch immer. Als Paladin im Orden der Aster habe ich einem großen Mann gedient. Aun Argent war sein Name, einen würdigen Diener hatte Latante noch nie. Also eine würdige Seele, aber wenn ihr seinem Dienst gestanden habt, wie seid ihr dann hier gelandet? Aun Argent, sagt ihr, ist er irgendwie mit Kayla Argent verwandt? Ich habe kein Interesse an der Geschichte über Lanatandas Marionetten. Verschwindet. Nehmen wir die zwei. Es gibt Geschichten, die ich euch über Kayla erzählen könnte, mein Freund. Sie ist war ein teuflisches Kind, aber ihr Onkel, der edle Aun, war geduldig mit ihr. Es hat ihn alles gekostet. Es hat mich alles gekostet. Ich. Oh. Der wird jetzt tagelang bewusstlos sein. Wäre überrascht, wenn es nicht so wäre. Ich würde ihn den Geiern überlassen, aber trotz all seiner Fehler ist er schon ganz in Ordnung. Er scheint Kayla Argent zu kennen. Hat er etwas über sie erzählt? Das glaube ich aufs Wort. Bevor er zusammengebrochen ist, hat er über Kayla geredet. Ihr verschwendet eure Zeit und die Ressourcen der flammenden Faust, damit euch um diesen berauschten Schwachkopf zu kümmern. Nehmen wir die zwei. Sie ist für seinen Sturz verantwortlich, behauptet er. Er hat nie wirklich deutlich gemacht, wie genau das passiert ist, was das mit seinem Mentor zu tun hat. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss einen gefallenen Paladin in eine Zelle schleppen. Ein gefallener Paladin namens Dustin hat mir ein wenig über Aun Argent erzählt. Okay. Wieder auf der Straße. Ah. Vor dem Gefängnis der Flammen Faust bin ich einem Paladin von Latana namens Dustin begegnet. Einst hatte dem Orden der Aster angehört, heute ist er nur noch ein armseliger Trunkenbold. Ich habe ihn aufgefordert, mich in Ruhe zu lassen. Oh, hier steht ja viel. Gott, das ist ja viel Text, ey. Das ist Tagebuch. Das ist Kayla, die...
Die Belagerung Drachenspeer. Ich muss mich bald einer Expedition zum Burg Drachenspeer anschließen, um Kehrs Kreuzzug aufzuhalten. Die Großherzoge von Baldastosi wegen des Paladins Kehler Argent und der ihrer wachsamen Armee besorgt. Tiefwasser und Durchfuhr teilen ihre Besorgnis. Soldaten aus anderen drei Städten wurden entsandt, um die strahlende Dame im Burg Drachenspeer zu stellen. Um die Kriegsanstrengung zu unterstützen, werde ich mich der Expedition anschließen, die bald loszieht. Vielleicht werde ich in Drachenspeer erfahren, warum die strahlende Dame Meuchelmörder auf mich gehetzt hat und ihr und ihrem Kreuzzug ein Ende setzen. Shay Corwin. Hauptmann Shay Corwin wurde mit beauftragt, mir bei meinem Aufgaben in Baldur's Tor zu helfen. Hauptmann Corwin mag mit der Zeit eine wertvolle Verbündete werden, aber vorerst wird sie mich nur herumführen. Sie hat sich anscheinend ganz ihrer Aufgabe gewidmet. Jungsierungskampagne. Corwin wird am Eingang des Hauskauses zu den alten Fesseln auf mich warten. Hauptmann Corwin kennt sich in der Stadt gut aus. Da die Straßen so überfüllt sind, habe ich angenommen, dass sie mit Hilfe ihrer Führung das Gasthaus in den alten Fässern viel schneller erreichen kann. Sie wartet bei der Vordertür des Gasthauses auf mich, während ich mich umsehe. Wenn ich gehen möchte, folgt sie mir durch die Tür. Reportierungskampagne. Vince wird sich nur dann anschließen, wenn auch Dinner hier ist, tut. Ich habe Minsk und seinen Miniatur-Weltraum-Hamster namens Bo im Gasthaus zu den drei alten Fässern getroffen. Ich muss Dünner hier davon überzeugen, mich auf dem Weg nach Burg Drachenspiel zu begleiten, wenn ich Minsk an meiner Seite haben möchte. Reduzierungskampagne. Minsk und Dünner hier sind meiner Truppe beigetreten. Der Weitläuferin Minsk und die Villachan Dünner hier, die Minsk zu beschützen geschworen hat, haben zugestimmt, mir dabei zu helfen, Kehler zu stürzen. Wenn ich sie wegschicke, werden sie zusammen mit der dem Faust zu ihrem Lager beim Küstenwegübergang reisen. Ich wollte mit Hauptmann Corwin etwas trinken. Ich möchte mehr über Shay Corwin erfahren. Hoffentlich kann ich sie mit ein oder zwei Getränken etwas auflockern. Ich und Hauptmann Corwin haben etwas getrunken. Ich habe nicht viel über Corwin erfahren. Anscheinend hält sie ihr Privatleben stellen privat. Ich bin nicht sicher, ob sie mehr über mich erfahren hat, aber sie wirkt bereit, mit mir zusammen diesen Kreuzzug zu beenden. Koran wird sich mir nicht anschließen. Ich habe den Elfen, die Koran bei einer heftigen Diskussion im ersten Stock der Taverne Elfgesang vorgefunden. Die Begegnung war schon in Ordnung, doch er hat kein Interesse daran, mit mir nach Drachenspeer zu reisen. Ich werde ohne ihn gehen müssen. Safana ist meiner Truppe herbeigetreten. Anscheinend habe ich Safana zu einem günstigen Zeitpunkt kontaktiert. Nach ein paar Problemen mit Koran ist sie erpicht darauf, sowohl von ihrem Geliebten als auch von der Stadt getrennt zu sein. Sie wird mich auf der Reise nach Drachenspiel begleiten. Wenn ich Safana wegschicke, wird sie zusammen mit der flammenden Faust zu ihrem Lager beim Küstenwegübergang reisen. Ein gefallener Paladin namens Dunstan, das hatte ich bereits. Das hier. Vor dem Gefängnis der flammenden Faust bin ich einem gefallenen Paladin von Latanda namens Dunstan begegnet. Ich habe über Dunstan gerade gelesen. Einst hatte er dem Orden der Aster angehört. Er hat die Geschichte von seinem Meister, einem gewisser Aun Argent, erzählt. Zumindest hat er damit begonnen. Aun war ein großartiger Paladin, der aus irgendeinem Grund in Ungnade gefallen ist. Anscheinend hatte er etwas mit Kayla zu tun. Doch bevor ich die ganze Geschichte hören konnte, ist Dunstan zusammengebrochen. So, flammende Faust. Geht den Flur entlang, weiter durch das zentrale Gemach in den gegenüberliegenden Flügel oder folgt einfach dem Lärm. Beides führt euch zum Wahnsinn. Ich warte hier auf euch. Oh, you've brought me to a jail. You have the soul of a romantic. Oh, ihr habt mich in ein Gefängnis gebracht. Ihr habt die Seele eines Romantikers, Brenno, ja. Wie ihr wünscht. Also, Dunstan ist schon mal hier drin wieder. Was hast du zu sagen? Ihr hättet uns töten können, doch das habt ihr nicht. Dafür sind wir euch etwas schuldig. Ach, das sind die Leute. Wenigstens ist es hier warm. Also die, die ich in den Knast geschickt habe, dafür, dass sie den Typen verschlagen haben. Wir bezahlen jetzt dafür. Offizier Fritz und Shanks. Declare yourself. Wenn ihr mit der Faust nichts Bestimmtes zu tun habt, muss ich euch bitten zu gehen. Ich möchte mit euch über einen Mann namens Garachen reden. Er besitzt ein Haus neben dem Herzogspalast.
Ich bin Benway. Ich bin gekommen, um mit dem gefangenen Tiax zu sprechen. Dann werde ich weiterziehen. Nehmen wir die zwei. Zeitverschwendung, aber es ist eure Zeit, die ihr verschwenden wird. Geht durch die Tür, dann findet ihr ihn. We're more than mercenaries. Wir sind hier ziemlich beschäftigt. Wenn ihr kein Anliegen habt, dann geht bitte weiter. Habe ich was von einer wieder? Gestohlenes Vermögen. Zuflucht für die Flüchtlinge. Zaviaks Sicht. Stirnfriede. Ah, ich sollte beim Hauptquartier der Flammenden Faust um Verstärkung bitten. Das ist das wahrscheinlich. War is almost here. Ich habe eine Nachricht von jemandem namens Wieder für einen Offizier Jenks. Ich bin Jenks. Was ist los? Eine Gruppe von Flüchtlingen, die für Unruhe gesorgt hat, wurde vor allerlei Zauberei festgenommen. Sie braucht Verstärkung. Da gerade alle in der Stadt ziehen, fällt es uns schwer, auf jeden Vorteil zu reagieren. Ich werde ihr helfen, sobald ich kann. Gibt es sonst noch etwas? Die Flüchtlinge ließen aufgrund ihrer Verluste und der Menschenmenge auf den Straßen ihren Frust raus. Sie wollten niemanden schaden. Ich hoffe, ihr seid ihnen gegenüber nachsichtig. Diese Flüchtlinge haben Chaos auf den Straßen verbreitet. Ihr müsst ein Exempel statuieren, damit klar ist, dass dieses Verhalten nicht toleriert wird.